Ja, hallo Leute, willkommen zum zweiten Teil zu dem Thema flache Erde, Kugelerde, eine Frage der Intelligenz. Und ja, ich meine, grundsätzlich, ich stehe dazu, wenn ich ja sage, dass Glaubörser, also nicht Leute, die automatisch an eine Kugelerde glauben, geisteskrank sind, sondern die Leute, die das verteidigen, die sagen, wie blöd kann man sein, an eine flache Erde zu glauben und dann immer wieder mit Physik kommen und wie bescheuert man ist und ob man nicht in der Schule aufgepasst hat. Über diese Leute rede ich. Und deswegen jetzt hier die absolute Intelligenzfrage. Denn eins kann ich sagen, alles, wirklich absolut alles, was der normale Mensch lernt, sieht und, das ist nämlich immer aufgrund seiner Erfahrung und seine Erfahrung ist immer auf einer flachen Erde. Das heißt, er projiziert alles, was man ihm ins Gehirn versucht reinzukacken. Wirklich, so eine Scheiße ins Hirn zu pusten, zu produzieren, dass die Leute immer glauben, ah ja, das klingt zwar gut, aber der Bezug ist immer die flache, ruhende, stillstehende Erde. Und das kann ich euch hier jetzt mal nochmal demonstrieren, damit ihr es wirklich kapiert. Wir sehen jetzt hier nämlich hier etwas, was auf einer flachen Ebenerde völlig normal ist. Und zwar einen Trampolinspringer, der natürlich hochspringt und der ist jetzt, sagen wir mal, schon nicht gerade ein Leichtgewicht. Und je schwerer ein Mensch ist, desto tiefer taucht er in so ein Seil ein. Und ja, also biegt das, nicht das Seil, das Tuch nach unten ein und ja, wird hochgeschleudert und fällt wieder tief rein. So. Und jetzt nochmal das andere Bild. Wenn wir jetzt einen Globus hätten, dann heißt es ja, dass Leute, die oben stehen, wenn man jetzt mal von oben ausgeht, und die Leute, die unten sind, die würden ja normalerweise runterfallen. Und schwerere Menschen, wie jetzt dieser Mensch hier, der würde ja schneller von der Erde wegfallen als ein leichterer Mensch, als eine Feder zum Beispiel. Weil ja ein schwererer Mensch ein größeres Bedürfnis hätte, aufgrund seiner Masse, sie schneller von der Erde wegzubewegen, vor allem noch, wenn die Erde sich auch noch drehen sollte mit 1600 Stundenkilometer, allein also wegen dieser Zentrifugalkraft. So. Also, das heißt, wenn ich dieses Bild hier sehe, der springt hoch und runter, das Tuch biegt sich immer tiefer, weil er ein bisschen schwerer ist, hätte ich jetzt ein kleines Kind hier, so ein, was weiß ich, 30 Kilo Kind, dann würde das Tuch sich ja kaum biegen und das Kind wieder hochgeschleudert werden. So, wenn ich das jetzt aber mal optisch umdrehe, damit man mal begreift, worüber wir hier reden, und dann mal versuchen, den Schwachsinn von Gravitation zu entlarven. Schaut es euch hier an. Wie kann es sein, dass ein schwererer Mensch, optisch gesehen jetzt, unterhalb einer gedachten Erde hochgeschleudert wird, aber viel stärker angezogen wird? Ich meine, was ist die Gravitation dann? Wählt die sich aus? Ah, den muss ich stärker anziehen, den muss ich weniger stark anziehen? Begreift ihr das mal langsam, dass Gravitation der größte absolute Schwachsinn ist? Das kann einfach nicht sein, das ist absolut unmöglich. Und deswegen ist auch die Kugelerde unmöglich, weil das einfach Schwachsinn ist. Das, was wir hier sehen, ist, hat nichts mit Anziehung zu tun. Das hat was damit zu tun, dass die Erde flach und stillstehend und ruhend ist und etwas Schwereres einfach nach unten fällt. Denn warum sollte ein großer Mensch, ein schwerer Mensch, so stark angezogen werden und ein kleineres Kind nicht? Das ergibt keinen Sinn. Das heißt, leichte Menschen, kleine Kinder, schlanke Menschen, dünne Männer, dünne Frauen, die müssten ja viel stärker angezogen werden. Das würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Das heißt also, diese tiefe Einbeulung von diesem schweren Menschen, die hat nur damit was zu tun, weil der von oben nach unten fällt. Je leichter ein Mensch ist, je leichter eine Person ist, je leichter ein Gegenstand ist, wenn ich jetzt auf diesem Tuch eine Murmel legen würde, dann müsste das
Tuch doch sogar zerreißen. Dann müsste doch die Kugel, die kleine Murmelkugel dann, die müsste doch bis an den Boden rangesogen werden, wenn es eine Anziehungskraft gäbe. Weil ja die Kraft wohl immer gleich sein sollte, also eine Konstante. Das heißt also, wenn ich eine gewisse Kraft habe und ich habe nur eine kleine Murmel, also eine kleine Gegenkraft, die von der Erde weg will, dann müsste doch diese kleine Murmel, bam, so stark an die Erde angezogen werden, ja, dass das Tuch wahrscheinlich zerreißt. Macht es aber nicht, weil das nämlich nichts mit Gravitation, Erdanziehungskraft zu tun hat. Lege ich jetzt auf diesem Tuch hier eine kleine Murmel von oben einfach drauf, ja, dann liegt die einfach und das Tuch biegt sich nicht durch. Weil die Kugel ja nichts wiegt, die Murmel. Das hat was mit Gewicht zu tun und Gewicht nur von oben nach unten. Aber Gravitation, das heißt ja eine gewisse Kraft, bedeutet ganz automatisch vom Verstand her, für Leute, die noch einen klaren Verstand haben, je leichter etwas ist, desto stärker wird es angezogen, weil ja je leichter etwas ist, die Kraft, die Gegenkraft, also von der Erde nach unten ins Weltall von mir aus, ja viel geringer ist. Eine kleine Kugel, eine kleine Murmel, 10 Gramm, die unterhalb der Erde liegt, die würde ja nur mit 10 Gramm Masse und Geschwindigkeit und, da könnt ihr gerne das Massegesetz erst recht zur Rate ziehen. Eine kleine Murmel hätte ja ganz wenig Kraft, ganz wenig Energie, um sich von der Erde wegbewegen zu wollen. Aber die Kraft, die Erdanziehungskraft ist ja immer gleich groß. Also habe ich ja als Erdanziehungskraft viel, viel, viel weniger Mühe, diese kleine Murmel an mich zu ziehen. Also müsste das ja bang machen. Also wie ein Supermagnet. Wenn aber ein riesen, fetter, großer, schwerer Mensch sich von der Erde wegbewegen will, dann kann doch im Gegensatz zu einer kleinen, leichten Kugel, dieser große, schwere, korpulente Mensch doch nicht stärker angezogen werden. Das ergibt keinen Sinn. Das ist nur was für gehirnamputierte Vollgeisteskranke, denen man so das Gehirn mit Scheiße zugemüllt hat und die sich noch schlau vorkommen. Begreift es mal, Gravitation, Kugelerde kann es gar nicht geben. Zumindest für intelligente Menschen, neben all den anderen Beweisen. Okay, bis demnächst. Ciao, ciao.